Hallo und herzlich willkommen bei Martins Warentest. Die Produktkategorie der Smartwatch hat ja nicht so besonders glücklich angefangen mit der Galaxy Gear, die mir im Test nicht ausgesprochen gut gefallen hat. Jetzt kommt von einem bisher unbekannten Hersteller, von der Firma Iconbit, mit der Callisto 100 ein neuer Kandidat auf den Markt. Wir wollen heute ausprobieren, was das ungefähr 200 Euro teure Gerät denn so kann. Zunächst mal gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen Galaxy Gear und Callisto 100. Bei der Iconbit-Uhr handelt es sich nämlich um einen vollwertigen Android-Computer. Nur steckt er eben in dem kleinen Gehäuse einer Armbanduhr, die man auch wunderbar ums Handgelenk packen kann. Das heißt, es funktionieren alle Apps, die man so von Android kennt, theoretisch zumindest. Und man hat sogar Zugriff auf den Google Play Store. Um die Uhr mit dem Internet zu verbinden, bringt sie zwei Möglichkeiten mit. Zum einen funktioniert es über WLAN, da muss man gar nichts weiter tun, nur ein WLAN entsprechend aufsuchen. Man kann aber auch hier eine Micro-SIM einlegen und dann die Uhr wie ein Handy ins Internet bringen, sodass man darüber auch angerufen werden kann. Außerdem kann man ebenfalls unterbringen eine Micro-SD-Karte, die den eingebauten Speicher von rund 4 GB noch erweitert. Die Uhr besitzt auch eine eingebaute 3-Megapixel-Kamera, dass ich mich da so ein bisschen verrenken muss, liegt daran, wie sie eingebaut ist. Sie sitzt nämlich an der Seite und das Dumme ist auch, dass sie das Bild quasi auf die Seite gestellt anzeigt. Das macht den Umgang mit der Kamera so ein bisschen schwierig, weil man immer erst überlegen muss, wie kriege ich jetzt das Bild am besten auch richtig hier auf das Display. Dass man in Sachen Fotoqualität jetzt nicht allzu viel erwarten sollte, ist bei einer 3-Megapixel-Kamera dieser Größe in der Armbanduhr zu erwarten. Für einen Schnappschuss reicht's, wenn man dann die Ausrichtung des Bildes in den Griff bekommt. Wie sieht's jetzt bei Apps aus, die der Hersteller noch nicht vorinstalliert hat? Man hat Zugriff auf den Google Play Store. Es ist allerdings so, dass nicht jede App dort auch tatsächlich geeignet ist für diese kleinen Bildschirme, die man hier hat. Bei manchen Apps, wie zum Beispiel bei Temple Run, verdeckt quasi das Drumherum den größten Teil des Bildschirms. Bei andere Apps starten gar nicht erst, wie zum Beispiel Angry Birds. Die nützlichsten App, gerade die man so im Alltag braucht, die funktionieren durchaus. So ist es zum Beispiel möglich, Facebook auf dem Handy zu starten oder auch WhatsApp. Das funktioniert also auch. Die Focus Online App kann man mit der Callisto Smartwatch verwenden, sogar Filme kann man damit anschauen. Flash ist also auch schon vorinstalliert. Wie lang hat man damit seinen Spaß? Natürlich ist die Akkugröße begrenzt, es muss ja alles hier reinpassen und sollte nicht allzu schwer sein. Nach meiner Erfahrung ist nach ungefähr 3 Stunden intensiver Benutzung Schluss. Man muss dann an die Steckdose, wenn es natürlich nur darum geht, die Uhrzeit anzuzeigen, dann hält die Smartwatch auch etwas länger durch. Der kleine Bildschirm bedingt natürlich, dass das Eintippen von Texten hier entsprechend auch kompliziert ist. Bei der Telefontastatur geht es noch eher, die ist relativ groß. Die Texttastatur ist allerdings wirklich winzig. Überraschenderweise ist der menschliche Finger so empfindlich, dass er da auch immer noch sinnvollen Text eingeben kann. Es gibt ja auch noch die automatische Rechtschreibkorrektur. Bei Passwörtern wird es dann allerdings kompliziert. Da muss man schon damit rechnen, die 2 bis 3 Mal eingeben zu müssen, bis man alles richtig erwischt hat. Die Bedienung der Callisto 100 ist unkompliziert. Es gibt einen Knopf zum Ein- und Ausschalten und dann gibt es einen Knopf, der einen immer wieder ins Hauptmenü zurückführt. Ansonsten orientiert sie sich an den Android-Menüs, allerdings mit einer Besonderheit, wenn man über den Bildschirm streicht, dann gilt es auch immer als Zurückbefehl. Das hat leider den kleinen Nachteil, dass man manchmal beim Scrollen in bestimmten Listen aus Versehen die Zurücktaste, die virtuelle, betätigt, kann also zu Konflikten in den Apps führen.
Wer von der allzu kleinen Tastatur die Nase voll hat, kann auch eine Bluetooth-Tastatur anschließen, über die man dann entsprechend bequemer Text eingeben kann. Da fragt sich allerdings, ob es nicht vielleicht günstiger ist, dann doch lieber gleich ein richtiges Smartphone mit sich herumzutragen, denn so eine Tastatur braucht natürlich auch Platz und bei einem Smartphone hat man dann das Problem entsprechend nicht. Die IconBit Callisto 100 gefällt mir insgesamt besser als die Galaxy Gear. Einfach dadurch, dass es ein vollwertiger Mini-Rechner ist, den man halt auch im Notfall mal mitnehmen kann, wenn eben nirgendwo Platz ist für das Smartphone, das ja doch eher groß ausfallen sollte. Die Akkulaufzeit ist okay. Man kann natürlich nicht die ganze Zeit dann damit spielen. Für Spiele ist sie eh in vieler Hinsicht wegen des kleinen Bildschirms nicht geeignet.